Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Max Payne 3. Wir waren hier, Max Payne war hier, ich bin hier, ihr seid hier, habe ich schon erwähnt? Ja. Gut, dann wollen wir mal weiterschauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Versuch's weiter mit dem Schalldämpfer. Da war ich schon drin. Habe ich wirklich alles genau untersucht? Ich muss mich hier genau umschauen. Ja, hier ist alles untersucht. Hoch. Nee. Bleib doch. Arschloch. Jetzt sagt er seinen Freunden, oder was? Jetzt geht er also zu seiner Mutti und sagt, dass ich böse zu ihm war. Schade. Da kommt die Mutti und erschießt mich. Der Americano. Ja, das bin ich. Der Gringo. Der geile Typ mit der Glatze. Genau. So nennt man mich. Asshole. Let's go. Ich glaube, den brauche ich jetzt nicht mehr, den Schalldämpfer. Ach, Kacke. Direkt auf die Schutzweste. Dammit! Nee, Alter, was ist denn das für eine Art und Weise? Nein! Wieder daneben! Erwischt! Da wischt. Na, kommt noch einer? Oder rennt ihr hier nur rum? Alter, was zur Hölle? Verdammte Scheiße. So, erledigt. Wow, das hat aber spät geladen. Hör auf mich zu blenden, ich blende dich. Okay. Hier ist nichts. Nichts, was sich lohnt, mitgenommen zu werden. Wow. Dammit. Komm, schaut mal weg. Schon geht's hier wieder los. Oh, ja. Passt. Direkt daneben ist die befahrende... Na, wie sagt man? Die stark befahrene Straße. Gut. Das war's schon mal mit denen. Was ist überhaupt mit diesen Lichtern hier? Viel zu hell. Oh, da hätte ich auch noch drauf schießen können, oder? Probieren wir es mal aus. Ja, hätte ich machen können, aber das mache ich jetzt nicht. Wäre nur Munitionsverschwendung. Hm, ja, gut, machen wir weiter. War das jetzt nötig? Oh Gott, da kommen sie. Der blendet. Da hinten ist ein Waffenteil, das sehe ich von hier aus schon. Dum, 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 dum.
Flankieren heißt es. War ein Sniper. Sah so jetzt gerade aus. Oh, Kacke. Puta. Okay, gut, soweit alles okay, finde ich. Geht ja noch. Wir können weiter. Hier ist nichts. Hier geht's auch nicht rein. Dann kann ich nur hier rein. Nur hier rüber. Irgendwie. Nein. Was mache ich dann? Da runter? Nein. Falle! Das war sowas von der Falle und ich bin da direkt reingerannt. Aber wenigstens warnt mich dann immer so ein krasser Ton, wenn da irgendwelche Leute anstürmen. Das finde ich ganz okay. Oh mein Gott, was ist das? Oh Gott, ja. Das nehme ich doch glatt mit. Hier kann ich ja Fotos untersuchen. Silva and I had the same fan club. I knew enough and he knew too much. We'd both become targets. Okay, passt. Der Silva, bleib bloß in meiner Nähe, sonst stirbst du wahrscheinlich. Aha. Was war denn das schon wieder für eine Aktion? Ja. Sah auf jeden Fall cool aus. Halt die Waffe einfach mal, egal was jetzt kommt. I needed to find a way upstairs. Surely nobody would notice another hole in the wall. Ach so. Ja, da muss ich ja erst einmal ein Loch reinmachen. Yo. Das hat ganz schön eine Munitionskapazität, oder? Dance with the devil. Nichts, nichts, nicht da rein. Schade. Na komm, hier muss ich doch irgendwo hin. Kannst mir nicht sagen, dass hier nichts ist. Nein? Ach so. Natürlich. Na gut, das war jetzt nicht so spektakulär. Aber na gut. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos. But I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Hier ist nichts. Nein. Noch nichts. Boah, wie die Waffe einfach geil ist.
Die goldene RPG. Haben wir bisher noch nicht gefunden in dem Spiel, eine RPG. Oh ja, jetzt kommt eine Zwischensequenz, wenn er die Waffen wechselt. Hier, ich wechsle sie noch. Nein, nein, er wechselt wieder um. Ja, ist ja auch egal. Ufe, that deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the crush of Prado. Now we just had to find out why. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. Da Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Oh my god. I had to get those poor bastards out of there. Get them out of here. Go. Go. Wait. I said get... Serrano. Whoa. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Das ist doch dieser Gangleader. Komisch. Was ist bloß los hier? Whatever hell this was Da Silva had sent me into, I knew I had to put an end to it. I had no choice but to push on. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Ja, draufschießen. Die einfachste Lösung überhaupt. Nein, du hast mir die Waffe wieder abgenommen, du Arschloch. Behindertes Scheißkind. Es wäre besser gelaufen, wenn ich meine andere Waffe hätte. Oh, Spaß. Versteht ihr Spaß? Aber die ist nicht so geeignet für das hier. Nein. Scheiß auf Munition. Oh. Da muss ich auf das Bus umsteigen. SPAS. Spaß, Spaß, oh Spaß. Egal, bleiben wir mal dabei. Oh! Ja, wie gesagt, das hilft nichts. Ja, auf die Entfernung. Jede Kugel einzeln, Mann, Mann, Mann. Wasser. Was war da? Achso, ich habe gedacht, da habe ich irgendwas untersuchen können. Jetzt habe ich nicht genau hingeschaut. Na gut, hier ist nichts mehr. Schon weiter. Ah, ah. Oh, meine Fresse. Oh, das Magazin leuchtet auch golden. Haha. Schau mich ja trotzdem nochmal um. Ah, oh, da geht's weiter. Ich hab gedacht, da, wo sie rausgekommen sind. Thank you.
Au, meine Fresse. Schlechte Wahl mit der Waffe. Egal, nehmen wir die beiden mal kurz. Ah, cool, jetzt habe ich nur noch die. Goddammit! Kann ich da nicht noch rein? Nein. Man schießt nur auf mich hier. Jetzt flipp halt nicht aus. Wow. Verdammte Schmarrn. Die andere Waffe, sonst wird das hier nichts. Ja, geil. This was hell on Earth. De Silva was no fool. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. Ja. Leider Gottes. Boah, das quietscht sogar das Holz. Wenn man darauf rumläuft. Finde ich cool. Brauch schnell eine zweite Handfeuerwaffe, obwohl die gerade ein bisschen aufgeladen ist. When you find yourself in hell, dance with the devil. Du wiederholst dich. Aber ist schon okay. Du darfst das. Nichts. Na klar. Jetzt habe ich mich irgendwie unterbrochen. Tja, kann man nichts machen. Na, natürlich, das alte Theme. There it was, the soundtrack to my life. And for a few seconds came harmony. Finally. Wow, krass. Aber das ist ja nicht nur das alte Theme. Ich glaube, das ist ja auch das, was man eh die ganze Zeit auch hier hört. Also im Vorspann zum Beispiel oder sowas. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht. Oha. Lecker. The fuck is going on here? How much do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Listen, I know people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please, please. What have you been doing? I have a lot of money. Wir wollen kein Geld. Lots of money. I do important research. Please. Caralho! Uh-oh. Caralho! Espera, espera, eu posso explicar tudo. Kennen die sich? Tudinho! Não, não, por favor. Pelo amor de Deus, por favor, não me mata! Não, não, pelo amor de Deus! E aí, doutor? Der lässt ihn einfach machen. Der hätte vielleicht noch Informationen gehabt. Naja, gut. For all Serrano owed me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Ich will wieder zurück. Ich will sehen, was er getan hat. Hätte er dem einen schönen Haarschnitt verpasst. Oder den Bart rasiert oder ähnliches. Hätte er bei mir auch mal machen können, wie ihr seht.
Oh, jetzt geht's wieder los mit der Schießerei. Ich kenne diesen Ort. Nicht, dass ich ihn kenne, aber ich meine, das ist so richtig prädestiniert zum Schießen. Even I could guess what Demo Lisao meant. That building was condemned in more ways than one. Schön. Sprachunterricht mit Max. Wir sollten eine Hörkassette rausbringen, Max. Wir könnten reich werden. Obwohl, du gibst ja nicht so viel auf Geld. Chinesisch. Lecker. There had to be something I wasn't seeing. Ja, soll ich hier irgendwie Spurensuche machen oder was? Ich schaue ja schon. Ich bin ja so brav. Aber man findet hier einfach nichts. Viel zu kompliziert. Ein Hammer. Na gut, irgendwie ist hier nichts. Ich finde hier auch nichts. Ja, da drin ist was, aber ich will erst mal hier schauen. Na gut, wir haben alles durchsucht, dann gehen wir da mal rein. Waffenlager. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground. So I decided to put some of their C4 to good use. Können wir uns vorher nicht noch ein paar Waffen mitnehmen, Max? Schon, oder? Bitte. Tu nichts Unüberlegtes. Na gut. Wir wollen hier nicht reden über Max und unvorsichtige Sachen tun. Sag mir nicht, dass wir jetzt nach dem Zeitlimit raus müssen. Ich will hier nochmal was looten. Call it evidence for De Silva. Either Victor Bronco and Nevis were doing a lot of charity work together, or this was payment for something else. Were the crotch of Prado in Victor's pocket? Had he tipped them off about the stadium exchange? Wer weiß? Natürlich nehme ich die. I had to hurry up before more of those assholes showed up. Ey, Alter, hör auf mit dem Drängen. Na gut. Das nächste Mal schauen wir uns dann an, was hier los ist. In einem anderen Part von Let's Play Max Payne 3. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss, bis dann. Auf Wiedersehen, reingehauen. Ja, geklaut, das kennt ihr von mir. Bis dann.